Eine Osterikone. Ich habe sie gekauft auf dem heiligen Berg Athos und sie hängt bei mir im Arbeitszimmer. Und was sehen wir? Gold im Hintergrund. Und im Vordergrund auf dem Bild Maria Magdalena und Jesus. Und dahinter das Grab und auch einen frisch ausgetriebenen Lebensbaum. Was ist passiert? Es war Ostermorgen, aber Maria wusste nicht, dass man das später mal Ostern nennen wird. Jesus ist gestorben, der nächste Tag war der Sabbat und dann ist sie ganz früh morgens aufgestanden, um zum Grab zu gehen, um nochmal Abschied zu nehmen von Jesus. Und sie kommt zum Grab und das Grab ist leer. Und sie ist entsetzt und sie läuft zu den Jüngern und die kommen auch, aber sie entdecken auch nichts Neues und die Jünger gehen wieder nach Hause. Und dann heißt es hier in der Bibel, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und manchmal sieht man ja mit dem Herzen mehr, als wenn man nur mit klarem Menschenverstand guckt. Und sie geht nochmal zum Grab und guckt hinein und sieht zwei Engel und die reden mit ihr, aber das beeindruckt Maria nicht, denn sie will Jesus finden, nicht Engel. Und sie dreht sich rum. Und da heißt es, sie sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Das ist ja interessant. Sie sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Gibt es das vielleicht auch in unserem Leben, dass er uns nah ist und dass wir es nicht merken, dass er langsam den Glauben wachsen lässt und wir spüren es noch nicht und er ist schon lange am Werk? Und dann fragt Jesus sie, Frau, warum weinst du? Was suchst du? Und sie denkt, es ist der Gärtner. Und sie sagt ihm, Herr, wenn du ihn weggenommen hast, dann sag es mir und dann zeig es mir doch, wo er ist und dann will ich ihn holen. Und dann sagt Jesus, Maria, Mariam heißt es im griechischen Text. Maria, nur ein Wort, nur ihren Namen. Und sie erkennt ihn und sie antwortet Rabuni, Meister. Ein Wort, ihr Name. Es gibt im Alten Testament einen Satz, da heißt es, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das heißt doch, du bist nicht einer von Tausenden, das auch. Aber du bist ein ganz besonderer Mensch, den Gott liebt und dem er sich zuwendet und auf den er mit Barmherzigkeit und Liebe sieht. Das alles spürt Maria, als dieser Name erklingt. Damals hieß es Maria. Es könnte auch Andrea heißen oder Barbara oder Christiane oder Dorothea. Ich gehe einfach das Alphabet durch. Jeder von uns könnte vorkommen dabei, wenn Jesus uns anspricht, weil er jeden Einzelnen meint. Bei der Taufe ist das gesagt worden, dieser Satz, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wie oft hat er uns schon gerufen und wir haben es nicht gehört. Und vielleicht haben wir es manchmal doch gespürt, wie nah er uns ist. Maria erkennt ihn. Und sie ist tief bewegt und sie fällt auf die Knie. Und sie freut sich, dass Jesus da ist. Und sie guckt ihn an und er sieht sie an und er streckt die Hand zu ihr aus. Und es ist ein Bild von ganz großer Nähe. Und im nächsten Moment könnte sie jetzt aufspringen und ihn in den Arm nehmen und sagen, ach Herr, wie gut, dass du wieder da bist. Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Jetzt haben wir die Sicherheit, nach der wir uns alle sehnen. Und dann kommt dieser seltsame Satz, den Jesus sagt, der steht oben drüber auf Griechisch, über dieser Ikone, rühre mich nicht an. Oder man könnte auch sagen, halte mich nicht fest.
Wir möchten alle Gott festhalten. Wenn wir schöne Erfahrungen gemacht haben mit ihm, dann möchten wir, dass das immer so bleibt. Ob das Norwegen war oder ob das der schöne Ostergottesdienst vom letzten Jahr war oder ob das eine Erfahrung ist, die wir mit Gott gemacht haben oder mit Gott und seiner Gemeinde, dann möchten wir, dass das bleibt und dass es sicher ist und dass nicht neue Fragen kommen. Wir suchen, so sagt Martin Luther, wir suchen Sicherheit, aber der Glaube schenkt keine Sicherheit, denn Sicherheit heißt, ich habe alles im Griff. Der Glaube schenkt Gewissheit und Gewissheit sucht Vertrauen und Gewissheit will Beziehung und Gewissheit braucht das Gebet und Gewissheit sehnt sich nach der Nähe Gottes, aber hat Gott nicht im Griff, ist ein Wagnis und hat was mit Vertrauen zu tun. Und so steht Jesus da, ja, mit einem Bein ganz Maria zugewandt und mit dem anderen schon auf dem Weg, denn er wird jetzt gehen. Aber er gibt der Maria einen Auftrag. Er sagt, Maria, jetzt gehst du zu meinen Brüdern und jetzt sagst du ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und in dieser Botschaft steckt ja die ganze Vergebung drin. Das sind die Brüder, die Jünger, die ihn vorher verraten hatten. Denen wird vergeben. Und die haben mit Jesus einen Vater. Und die haben mit Jesus zusammen einen Gott. Und das ist ein Geschenk. Und die Maria, die sich so nach Sicherheit sehnt, wird auf einmal losgeschickt. Und sie wird Zeugin, die erste Zeugin der Auferstehung Jesu. Und dann ist Jesus auf einmal wieder weg. Und sie macht sich auf den Weg, da heißt es hier, Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und ich soll euch von ihm grüßen und er vergibt euch. Später werden die Jünger dann auch noch Jesus begegnen. Ich bin Jesus noch nicht so begegnet wie Maria, sondern ich begegne ihm manchmal im Gebet oder in einem Lied, was ich höre und was mein Herz bewegt, oder manchmal in dem, was andere Menschen mir sagen, oder manchmal, wenn ich einen Spaziergang alleine mache und bete, oder in schönen alten Liedern, die mir was von der Nähe und Liebe Gottes sagen, dann spüre ich was von seiner Nähe. Aber ich darf auch einer sein, der es weiter sagt. Er ist auferstanden und er ist bei uns alle Tage. Und noch eins, dieses Bild hat einen goldenen Hintergrund und golden ist die Welt Gottes. Und dieser goldene Hintergrund, der umgibt alles, der umgibt das Grab, das heißt, der umgibt uns mit all den Fragen und auch mit all dem Leid gerade, das Menschen bei Corona mitmachen müssen und mit ganz viel Not, die auch in unserem Leben vorkommt. Auf dem Hintergrund, Gott ist da. Und er umgibt uns von allen Seiten und er geht mit, egal was kommt. Herr Jesus Christus, du bist damals der Maria Magdalena begegnet und du hast ihr Leben reich gemacht und du hast sie zu deiner Botin gemacht. Und wir danken dir dafür. Und deine Botinnen und Boten haben dein Wort weitererzählt durch die Jahrtausende und heute auch bis zu uns. Und wir bitten dich, öffne uns immer mal wieder die Augen für deine Nähe, dass wir es glauben können, dass du bei uns bist, bei all dem, was schön ist und auch bei dem, was schwer ist. Und wir bitten dich, mach uns selber zu Botinnen und Boten deiner Auferstehung und deiner Nähe, dass wir es weitersagen, was du uns bedeutest und dass es Menschen auch spüren, dass wir deine Liebe erlebt haben und diese Liebe auch weitergeben. Und es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.